Ja, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Die Tatsache, dass Sie sich heute hier angemeldet haben, zeigt uns vor allem, dass auch Sie sich sehr für das Thema BW4HANA-Migration interessieren und es auch im Allgemeinen ein sehr relevantes Thema ist. Und bei diesem Thema stellen sich häufig sehr viele Fragen, beispielsweise, welche altbewährten Applikationen möchte man mitnehmen im Zuge der Migration? Welche Namensräume möchte man verwenden? Möchte man eventuell die Migration nutzen, um auch die Namensräume abzuändern? Welche zusätzlichen Anforderungen sollen umgesetzt werden? Und die alles entscheidende Frage, welche Tools sollte man verwenden, um die Migration durchzuführen? Heute stellen wir Ihnen unsere Lösung vor, das Migration Tool von Bluetelligence. Und wir möchten Ihnen zeigen, inwiefern Sie 80% Ihrer Zeit sparen können im Vergleich zu anderen Migrationsverfahren, wenn Sie dieses Tool nutzen. Zunächst einmal zu meiner Person. Mein Name ist Alexander Kolmogorzew und ich bin Product Owner bei Bluetelligence. Und ich habe heute das Glück, diese Präsentation nicht alleine durchführen zu müssen. Ich werde unterstützt von meinem Kollegen Malte Haring. Ja, hallo auch von meiner Seite. Ich bin ebenfalls Product Owner bei Bluetelligence und betreue insbesondere das Thema Migration. Die heutige Agenda, zunächst einmal werde ich Ihnen so einen kleinen theoretischen Überblick geben, zeige Ihnen dann nochmal das Migration Tool und nenne Ihnen ein paar theoretische Fakten dazu. Anschließend wird Ihnen der Herr Haring die Live-Demo zeigen und all das, was ich Ihnen theoretisch gezeigt habe, nochmal in der Praxis zeigen und wird Ihnen dann nochmal ein paar weitere Fakten nennen und die Vorteile des Migration Tools und zu guter Letzt gibt es noch einen kleinen Nachtrag mit ein paar wichtigen Informationen. Heute dreht sich alles um das Migration Tool und das schauen wir uns jetzt auch an. Zunächst einmal die Einsatzbereiche, wo man Migration Tool einsetzen kann. Sie können im Allgemeinen einfach Ihr System, Ihr Altsystem aufräumen, dadurch, dass Sie wirklich punktuell relevante Datenmodelle und relevante Objekte auswählen können. Sie können Business-Content-Objekte in eigenen Namensräumen übernehmen. Gleichzeitig können Sie auch mehrere Systeme intelligent konsolidieren auf ein neues Zielsystem. Das kann beispielsweise ein BW4HANA-System sein. Sie können alte SAP-Objekte aus Ihrem BW-System inputieren in DokuPerformer anschließend umwandeln in BW4HANA-Objekte, beispielsweise aus einem InfoCube ein ADSO machen. Und gleichzeitig können Sie auch BW-Queries bequem auf eine neue Zielstruktur kopieren. Schauen wir uns mal kurz an, wie das aussieht. Das ist Ihr altes BW-System mit Ihren alten BW-Objekten. Wir sehen hier Multiprovider, DSOs, Cubes und InfoObjects und ganz oben die Query. Diese Objekte können Sie anschließend importieren, samt der abhängigen Objekte in beliebiger Tiefe in Ihr Migration Tool. Sie können die Namensräume ändern. Hierfür steht Ihnen auch eine Funktion zur Verfügung, mit deren Hilfe Sie Namenskonventionen einpflegen können, auch eine Art Mapping-Tabelle einpflegen können, sodass Sie genau festlegen können, wie die Objekte umbenannt werden sollen. Und zu guter Letzt können Sie diese Objekte anschließend aus Ihrem Migration Tool exportieren in Ihr neues BW4HANA-System und gleichzeitig findet auch bei dem Import schon die Umwandlung statt in BW4HANA-optimierte Objekte. Genau, ich würde sagen, jetzt kommen wir auch schon zur Live-Demo und da wird Ihnen der Herr Haring jetzt zeigen, wie das alles auch wirklich im Tool aussieht. Viel Spaß! Ja, vielen Dank, Alex. Ich habe heute das Vergnügen, Ihnen das Ganze in einer Live-Demo am DokuPerformer zeigen zu können. Wie der Kollege gerade schon erwähnt hatte, wird das ganze Migrationsszenario in unserem Migration Tool über Migrationsprojekte realisiert. Da steigen wir auch direkt mal mit ein. Also wenn man den DokuPerformer seine Modellierung offen hat, dann kann man hier ein neues Migrationsprojekt anlegen. Diesem Migrationsprojekt gibt man zunächst mal einen technischen Namen. In diesem Fall nennen wir es einfach mal Migration Demo. Eine Beschreibung darf dann natürlich auch nicht fehlen in dem Migrationsprojekt. Die halten wir für heute mal ganz kurz. Was sicherlich relevant ist, ist, dass man zunächst mal die Quellsysteme wählt, aus denen man die alten Datenmodelle eigentlich importieren will. Das ist bei uns nun ein altes System mit dem technischen Namen BI2 und zusätzlich müssen wir ein Zielsystem auswählen, in das wir migrieren wollen. In dem Fall das ZB2, was in unserem Fall ein BW4HANA-System ist. Darüber hinaus ist es wichtig, eine Sprache zu selektieren, in denen die Metadatentexte in das Projekt importiert werden sollen und die Sprachen, in denen die Texte dann letztendlich auch im Zielsystem importiert werden sollen. Dann sind wir schon fast fertig. Was noch wichtig ist, ist, dass man gewisse Basisobjekte wie zum Beispiel Units, Currencies und Aggregationen in das Tool vorlädt, damit die Modellierung von Infoobjekten einwandfrei funktionieren kann. Dazu muss ich mich kurz in dem entsprechenden System anmelden.
Das Migrationstool zieht sich jetzt diese Basis-Units und Basis-Currencies. Und wenn das passiert ist, können wir das ganze Projekt schon erstmal prüfen und abspeichern. Damit haben wir die Umgebung geschaffen, wo wir die Migration mit durchführen können. Was habe ich nun mit Ihnen vor? Nun ja, wir werden uns einen Multiprovider aus unserem Altsystem schnappen und diesen migrieren mit seinen abhängigen, darunterliegenden Infoprovidern und den dazugehörigen Infoobjekten. Bevor ich dies allerdings tue, möchte ich Ihnen kurz schon mal die Funktion zeigen, wie man gewisse Umbenennungen von Objekten per Excel-Upload vorbereiten kann. Dafür haben wir eine Option, die nennt sich Maintain Renamings, und hier haben wir eine Excel-Upload-Funktion. Sollten Sie zum Beispiel massenhaft Objekte umbenennen wollen, in einen neuen Namensraum bringen, empfiehlt sich das, diese Umbenennung vorher in Excel vorzubereiten, um diese dann in das Modellierungstool zu integrieren. Ich habe hier eine entsprechende Excel vorbereitet, wo lediglich drei Objekte mit einer neuen Benennung drin sind. Das ist einmal unser Multiprovider, den wir migrieren wollen, und zwei darunterliegende Infocubes. Sie sehen jetzt hier die originalen technischen Namen auf der linken Seite in der zweiten Spalte und diese neuen technischen Namen, die ich im Excel-File gepflegt habe, und die neuen Descriptions, die ich im Excel-File gepflegt habe, schon mal vorgepflegt. Hat man diese Renamings nun hochgeladen, können wir eigentlich schon mit dem Import der Objekte beginnen. Dazu wähle ich hier oben die Option Import Entities from SAP. Ich wähle Infoprovider aus, das ist ja das, was wir importieren wollen. Hier oben selektiere ich jetzt nochmal mein Quellsystem. Sollte ich beim Projekt mehrere Quellsysteme ausgewählt haben, können hier natürlich verschiedene Quellsysteme ausgewählt werden. Genau, nun liest das Migrationstool die im Quellsystem vorhandenen Multiprovider, die ich in der Selektion hier schon vorselektiert habe. Das Grid ermöglicht mir jetzt, nach technischen Namen zu suchen, und wir werden heute den folgenden Infoprovider migrieren. Dazu kann ich den einfach per Drag and Drop in den rechten Bereich ziehen, und nun habe ich folgende Option zur Auswahl. Ich kann die Maximumtiefe der abhängigen Objekte bestimmen. Wenn ich hier eine 0 eingebe, dann wird bei dem Import des Multiproviders werden alle abhängigen Objekte, auch Attribute von Attributen etc. bis zur unendlichen Tiefe berücksichtigt, sodass alle Infoobjekte, die letztendlich zum Aufbau der Infoprovider genutzt werden, auch berücksichtigt werden. Dann habe ich die Option, das Ganze als BW4HANA-Objekt zu importieren. Das Migrationstool weiß hier natürlich, dass ein Multiprovider in der neuen Welt einem Composite-Provider entspricht. Habe ich diese Einstellungen ausgefüllt, kann ich den Import bereits starten. Genau, ich werde jetzt hier nochmal gefragt, ob ich wirklich sicher bin, dass ich alle abhängigen Objekte importieren will. Das bestätige ich einfach mal mit Ja. Und jetzt werde ich nochmal gefragt, ob ich die zuvor hochgeladenen Renamings berücksichtigen will, die ich beim Excel gepflegt habe. Da natürlich auch Ja. Genau. Das Migrationstool sucht sich jetzt aus dem Quellsystem alle abhängigen Objekte und die werden alle in einem Rutsch importiert. Was Sie vielleicht auch bemerkt haben, ist, dass ich gerade Objekte aus dem Business-Content importiere und diese in einen eigenen Namensraum bringe. Dafür muss der Business-Content im Quellsystem nicht mal aktiv sein. Das Migrationstool würde auch nicht aktivierten Business-Content migrieren können. Genau. Unten rechts können Sie in der Statusanzeige den Fortschritt der Importierung sehen. Und sobald diese fertig ist, bekommen wir hier noch ein Pop-up, dass alles erfolgreich passiert ist. Genau. Wollen wir diesen Composite Provider ansehen? Ja, wollen wir. Dann schauen wir mal. Aha, die zwei darunter liegenden Infocubes im Quellsystem sind hier zu ADSOs geworden. Damit sind wir einverstanden und speichern das Ganze zunächst einmal. Super. Okay. Das heißt, wir haben jetzt zwei ADSOs, die vorher Infocubes waren, und ein Composite Provider, der vorher ein Multiprovider war, in unser Projekt importiert. Als nächsten Schritt möchte ich Ihnen zeigen, wie wir Infoobjekte anhand einer Umbenennung massenhaft ins neue System einpflegen können. Dazu öffne ich mal einen unserer importierten Advanced DSOs. Da werden Sie hier die ganzen enthaltenen Infoobjekte finden, und mit der Option Rename Infoobjects haben wir hier die Möglichkeit, auch die Infoobjekte umzubenennen. Dafür könnte ich beispielsweise einen Präfix angeben, den ich zukünftig gerne hätte, und ich kann die Anzahl der Characters, die am Anfang ersetzt werden sollen, angeben. Gehen wir davon aus, dass wir jetzt die 0 aus des
ersten Characters durch ein X überall ersetzen wollen, dann kann ich hier das X pflegen, die erste Stelle ersetzen und einfach mal anwenden drücken. Nun sehen Sie, dass einige dieser Objekte farblich markiert sind. Das hat damit zu tun, dass die neuen technischen Namen ein bisschen zu lang geraten sind. Der Business Content, der hat den Luxus, dass ein technischer Name ein bisschen länger sein darf als Kundenobjekte. Zum Glück bietet das Migrationstool hier die Option, die technischen Namen einfach mal zu kürzen. Genau, nun sind noch zwei Konflikte entstanden. Das hat damit zu tun, dass die Kürzung der Namen dazu geführt hat, dass zwei Objekte gleich heißen. Das können Sie mit einer individuellen Umbenennung relativ schnell beheben. Zusätzlich möchte ich Sie aufmerksam machen auf die ausgegrauten Objekte. Es gibt SAP-Standardobjekte, die von der Umbenennung ausgenommen sind. Diese sind in einer Liste gepflegt, die alle Naming Restrictions zusammenfasst. Hier auch nochmal der Hinweis, auch Kundenobjekte können dieser Liste hinzugefügt werden. So können Sie Umbenennungen, die Sie generell nicht erlauben wollen, vermeiden. Genau, jetzt haben wir alle Infoobjekte, die wir umbenennen wollen, in unseren eigenen Namensraum nehmen wollen, bereits umbenannt. Das Ganze speichern wir noch und schauen uns nochmal das zweite ADSO an, was entstanden ist. Hier sind ähnliche Infoobjekte bzw. fast identische Infoobjekte benutzt worden. Hier will ich Sie darauf aufmerksam machen, dass unser Migrationstool diese Umbenennung des vorherigen DSOs und der vorherigen Infoobjekte natürlich berücksichtigt und das projektweit anwendet. Daher ist hier erstmal nichts weiter zu tun. Super. Dadurch, dass wir den Composite Provider und die zwei ADSOs bereits haben und auch die Infoobjekte so umbenannt haben, wie wir es gerne hätten, können wir jetzt zum Export-Teil kommen. Dafür kann ich hier oben auf die Option Export Entities to SAP klicken. Hier wähle ich zunächst wieder mal ein Zielsystem aus, in unserem Fall das ZB2, unser BW4HANA. Und dann habe ich auf der linken Seite die Option, meine migrierten, importierten Objekte auszuwählen für den Export. Hier genügt es, wenn ich jetzt einfach den Composite Provider nehme und das Migrationstool selektiert mir alle abhängigen Objekte sofort für den Export zusammen. Das heißt, man muss diese Abhängigkeiten nicht berücksichtigen, das macht das Tool für uns. So, was fehlt jetzt noch? Naja, wir haben, Sie sehen schon, wir haben hier zwei Areas. Im oberen Teil werden uns alle zu exportierenden Infoobjekte gelistet und unten werden uns alle zu exportierenden Infoprovider gelistet. Um diese zu exportieren, müssen wir im Zielsystem noch eine Info-Area angeben. Dafür kann man alle Objekte in dem Bereich selektieren und sagen, okay, im Zielsystem hätte ich das Ganze gerne in der Info-Area EPSC, unsere Showcase-Info-Area. Genau, das Gleiche machen wir auch für die Info-Provider. Die müssen ja auch letztendlich in irgendeiner Info-Area landen. Da wählen wir hier die gleiche Info-Area. Und bestätigen das mit OK. Nun sehen Sie hier den Status der an den Objekten, dass sie bereit sind für den Export-Check. Eine sehr hilfreiche Funktion unseres Migrationstools, die bei der Prüfung hilft, ob diese Objekte überhaupt in das Zielsystem exportiert werden können. Dazu gibt es hier unten die Option Check Export. Und was das Migrationstool in diesem Fall macht, ist, es prüft, ob es diese Objekte bereits im Zielsystem gibt. Falls dies der Fall ist, wird ein erneuter Export nicht stattfinden. In dem Fall wird dann einfach das bereits existierende Objekt im Zielsystem verwendet, um zum Beispiel die Provider hier unten zu modellieren. Ja, grundsätzlich ist zu sagen, dass diese Objekte im Zielsystem generell nie geändert werden. Sie werden nie überschrieben, was eine gewisse Sicherheit bietet. Okay, ich sehe jetzt, dass einige Objekte den Status Ready for Export haben. Das heißt, die Prüfung ist erfolgreich verlaufen, alles ist in Ordnung. Hier oben haben wir zum Beispiel zwei Standardobjekte, die nicht exportiert werden, weil sie schon existieren, was aus unserer Sicht okay ist. Genau, hat man die Prüfung abgeschlossen, kann nun der Export gestartet werden. Was jetzt passiert ist, das Migrationstool legt die Objekte, die hier selektiert wurden, in einer gewissen Abhängigkeit im Zielsystem an. Das heißt, zunächst werden die Infoobjekte exportiert und aktiviert. Dann werden die abhängigen Provider exportiert und aktiviert. Damit Sie das Ganze mal im Zielsystem sehen können, gehe ich hier jetzt mit Eclipse auf unser BW4HANA, auf die entsprechende Info-Area, die wir eben definiert haben und klicken hier auf Aktualisieren.
Schauen wir mal, ob die Objekte bereits angelegt wurden. Was wir sehen ist, es gibt schon zwei Ordner, einmal für Characteristics, das sind unsere Info-Objekte mit dem neuen Namensraum, an der ersten Stelle das X und auch die Key-Figures wurden bereits angelegt. Was wir noch nicht sehen können, sind die Info-Provider. Schauen wir hier nochmal im Status, ja, das Migrationstool scheint immer noch damit beschäftigt zu sein, die Info-Objekte zu aktivieren, was entsprechend dem normalen Lauf aktuell entspricht. Diese müssen natürlich aktiviert sein, damit die abhängigen Info-Provider überhaupt erst angelegt werden können im Zielsystem. Unten in der Statuszeile können Sie jetzt sehen, dass die Aktivierung der Info-Objekte fertig ist und dementsprechend geht die Aktivierung und der Export der Info-Provider nun los. 2 von 3 wurden schon angelegt, nun 3 von 3. Das heißt, wir dürften sie jetzt auch hier in der Info-Area sehen. Und da sehen wir sie schon. Wir haben unsere 2 ADSOs und unseren entsprechenden Composite Provider erfolgreich im Zielsystem angelegt. Das Migrationstool liefert uns den Status dementsprechend nochmal visuell mit einer grünen Zeile. Hier sehen wir jetzt, dass alle Exporte abgeschlossen sind, sprich die Objekte sind im Zielsystem angekommen und aktiviert worden. Genau, zu guter Letzt, was fehlt in unserem Szenario? Es fehlt natürlich noch die Query, die auf dem Multiprovider im alten System lag. Diese würden wir zusätzlich gerne mit auf den Composer-Provider kopieren. Dazu bieten wir hier oben die Option Copy Reporting Elements. Die rufe ich nun einmal auf. Was muss ich hier auswählen? Na, zunächst einmal ein Quellsystem, woher wir die Query holen wollen. Das ist bei uns das BI2, das Altsystem. Und hier habe ich die Möglichkeit, die Query zu selektieren, die wir auf den neuen Composite rüberkopieren wollen. Da habe ich sie schon. Zusätzlich muss ich jetzt natürlich das Zielsystem nochmal wählen und die Struktur oder beziehungsweise den Provider, auf dem wir diese Query drauf kopieren wollen. Und da finden wir schon unseren neuen Composite Provider, der eben angelegt wurde. Nachdem ich die 2 Sachen selektiert habe, kann ich mit einem Schritt weitergehen, wo das Migrationstool mir zeigt, welche Query-Elemente denn im alten Quellsystem und im neuen Zielsystem zur Verfügung stehen. Wie man hier sieht, sind das die Felder im Quellsystem und das die Felder im Zielsystem. Wir haben natürlich eben Umbenennungen gemacht von unseren Info-Objekten. Dementsprechend, wenn wir einen Konsistenzcheck ausführen, wird das Migrationstool uns sagen, dass die gewissen Zielobjekte gar nicht im Zielsystem existieren. Alle diese Missstände, die markiert das Tool farblich mit Rot. Das heißt, hier ist noch Arbeit zu tun. Ist aber auch kein Wunder, durch unsere Umbenennung ist es natürlich zu dem Zustand gekommen, dass die Infoobjekte, die dem Provider zugehören, im alten System anders heißen als im neuen System. Zum Glück hat das Migrationstool die Funktion, dass wir uns gewisse Replacements von den technischen Namen vorschlagen können, die wir eben schon gepflegt haben bei unseren Infoobjekten. Das heißt, alle Umbenennungen, die wir eben bei unseren ADSOs an den Infoobjekten gemacht haben, merkt das Migrationstool sich und schlägt diese bei dem Kopieren der Query-Elemente vor. Der Status sieht jetzt schon ein bisschen sauberer aus. Was wir hier noch haben, ist 2 Variablen, die wir noch gerne umbenennen würden im neuen System und auch berechnete Kennzahlen. Dazu kann ich hier einfach in den technischen Namen reingehen und da zum Beispiel auch ein X als Präfix vorsetzen, genauso wie hier. So, führen wir erneut einen Konsistenzcheck durch, erhoffen wir uns natürlich, dass das Migrationstool nun mit all unseren Einstellungen einverstanden ist. Genau, hier oben nochmal der Hinweis, gewisse Elemente existieren im Ziel nicht und werden daraufhin einfach angelegt, was aus unserer Sicht okay ist. Fehlt also nicht mehr viel, dass wir die Query ins neue System kopieren können. Dafür klicke ich hier unten auf Start Creation und nun baut das Migrationstool die Query, die im Altsystem auf einem Multiprovider basierte, auf den Composite Provider im neuen System. Damit haben wir den letzten Schritt auch schon vervollständigt. Nun vielleicht noch ein paar Kommentare zu Nacharbeiten, die gemacht werden müssen. Dazu springe ich nochmal zurück in die Präsentation. Welche weiteren Schritte sind notwendig? Gewisse Nacharbeiten müssen immer noch manuell gemacht werden. Zum Beispiel kann es ja sein, dass die Info-Cubes, die wir nun
importiert haben und umgewandelt haben, in einem Altsystem in irgendwelchem ABAP-Coding erwähnt werden. Dazu sei hier vielleicht nochmal unser Tool Analyse erwähnt, was eben bei diesen Verwendungsnachweisen im Coding weiterhelfen kann. Ihnen ist sicherlich aufgefallen, dass wir die Migration von Transformationen nicht gezeigt haben. Wir sehen das als eine Möglichkeit, Transformationen komplett neu im Datenmodell anzulegen. Mit BWV HANA haben Sie die Möglichkeit, an diversen Stellen Ihre Transformation und Ihr Coding zu optimieren. Ein Schlagwort hier sind die IMDP-Skripts, die Sie zum Beispiel verwenden können, um den Code runter in die HANA zu drücken. Sie haben gesehen, dass wir Migrationsprojekte als zentrales Tool verwenden, um diese Migration durchzuführen. Es gibt gewisse Szenarien, wo Sie sicherlich mehrere Migrationsprojekte verwenden wollen, um zum Beispiel die Migration von unabhängigen Datenmodellen voneinander, zeitlich voneinander unabhängig durchzuführen. Es gibt sicherlich aber auch Argumente dafür, diverse Datenmodelle in einem Migrationsprojekt zu migrieren, um von gewissen Synergieeffekten Vorteile zu erlangen. Genau, nochmal kurz zusammengefasst, welche Vorteile entstehen Ihnen durch unser Migrationstool? Sie haben eine einfache Zusammenarbeit, das heißt mehrere User können zur gleichen Zeit an verschiedenen Migrationsprojekten arbeiten und ihre Migrationsarbeit fortführen. Sie haben gesehen, dass die Naming Conventions relativ leicht handzuhaben sind mit unserem Tool. Wir bieten die Massenumbenennung via Excel-Uploads, aber auch Massenumbenennung im Grid sowie auch individuelle Umbenennungen an Objekten selbst. Zusätzlich sei noch erwähnt, dass wir eine intelligente Wiederverwendung bieten, sprich wenn Sie einmal Umbenennungen zum Beispiel bei Infoobjekten gemacht haben, dann können diese Umbenennungen auch für Query-Elemente verwendet werden. Darüber hinaus sind Sie Zeuge von unserem automatisierten Export geworden, wo die Elemente und Objekte mit einem Knopfdruck im Zielsystem angelegt und aktiviert wurden. Zusätzlich gab es mehrere Checks, die ich Ihnen gezeigt habe, die vorbeugen, dass man auf gewisse Fehler läuft. Das wäre es erstmal von meiner Seite mit der Live-Demo und ich gebe jetzt nochmal zurück an meinen Kollegen Alex. Ja, vielen Dank, lieber Malte, für diese sehr interessante Live-Demo. Zu guter Letzt, wenn Sie sagen, dass das, was wir Ihnen gezeigt haben, wenn das wirklich spannend war und wenn Sie das selbst auch nochmal ausprobieren möchten, zunächst einmal haben Sie die Möglichkeit, noch ein individuelles Webinar zu erhalten. Das heißt, dort können Sie auch nochmal Ihre spezifischen und individuellen Fragen an uns stellen und wir können Ihnen wirklich nochmal alles beantworten, inwiefern das Migrationstool auch Sie unterstützt. Zudem haben Sie auch die Möglichkeit einer Testversion. Wenn es Module oder Tools gab, die Sie interessiert haben, die wir erwähnt haben, dann können Sie diese 60 Tage testen. Das Migration Tool können Sie für 7 Tage testen und können dort auch so einen kleinen Proof of Concept durchführen. Und zu guter Letzt haben wir auch sehr großes Interesse daran, Ihnen auch vor Ort nochmal das Migration Tool vorzustellen. Dort können Sie uns auch nochmal Ihre Architektur zeigen. Sie können uns zeigen, was Sie alles migrieren wollen und welche Datenmodelle migriert werden wollen, welche Queries. Und wir können Ihnen da auch nochmal ein paar Tipps und Tricks geben und Ihnen nochmal vor Ort zeigen, wie das Migration Tool funktioniert oder auch weitere Tools, die wir erwähnt haben. Genau, Sie können uns auch einfach eine E-Mail schreiben. Da würden wir uns drüber freuen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Machen Sie es gut. Tschüss. Tschüss.